Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupp-Kalbis. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Dienstagsausgabe von Tag Aktuell. Wir haben folgende Themen in dieser Sendung für Sie zusammengestellt. Unter anderem dabei: Sparkasse gewährt Finanzspritze für Hochwasseropfer. Außerdem Fördermittelbescheid für Sporthallenneubau Oberhohndorf und Geburtstagsausstellung mit Hindernissen. Und hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Die Sparkasse Zwickau hat für Hochwassergeschädigte einen Soforthilfekredit aufgelegt. Seit gestern können ihnen Betroffene in ihrer Sparkassengeschäftsstelle zur freien Verwendung in Höhe von 500 bis 50.000 Euro aufnehmen. Der Vorstandsvorsitzende Felix Angermann zu den Einzelheiten. Und wir haben gesagt, was können wir tun als Sparkasse? Wir können mit Kredit bereitstehen. Deswegen haben wir auch ein Programm aufgelegt, was völlig flexibel ist. Das beginnt ab einer Kreditsumme von 500 Euro, geht bis maximal 50.000 Euro, kann über 6 Monate tilgungsfrei gestellt werden, kann ganz flexibel auch wieder zurückgezahlt werden. Also wenn ein Kunde heute einen Liquiditätsbedarf hat und weiß, er kriegt im Vierteljahr seine Versicherungsleistung ausbezahlt, kann er das dann sofort wieder tilgen, das Darlehen. Also es sind auch keine Voraussetzungen daran gekoppelt, dass ich erst den Nachweis führen muss. Ich bin Betroffener, nee, der Kunde kommt zu uns und wir wickeln es unbürokratisch ab. Wie ist angelaufen? Noch verhalten, das wundert mich aber auch nicht, weil ich glaube, die Kunden haben noch viele Themen wie Aufräumen erstmal im Kopf. Im zweiten Schritt geht dann, was mache ich draus, wie investiere ich neu? Und ich denke, das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Wir bleiben beim Thema Flut. In Crimmitschau hat der Stadtrat Hochwassersoforthilfen beschlossen. Die umfassen 500 Euro zur Wiederherstellung privater Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie finanzielle Unterstützung bei Zerstörungen ab dem Erdgeschoss mit mindestens 1.000 Euro Schaden. Unterdessen sind die Brückensperrungen in Crimmitschau nach dem Hochwasser weitestgehend aufgehoben. Lediglich 2 Überführungen sind derzeit noch dicht, die Brücke vor dem Sahnbad und die Fußgängerbrücke Klingestraße-Paradiesweg. Beide bleiben bis zum Ende der angrenzenden Bauarbeiten dicht. In Glauchau ist die B175-Brücke über die Flutrinne seit heute Nachmittag wieder befahrbar. Man kann sich nicht vorstellen, wie man in solch einer Bruchbude noch Sport treiben kann. In dieser Art äußerte sich Oberbürgermeisterin Findeis beim Anblick dieser alten Turnhalle an der Helmholtzstraße in Oberhohndorf. Aber lange soll das nicht mehr der Fall sein, denn heute wurden die Fördermittel für einen Neubau überreicht. Innenstaatssekretär Michael Wilhelm übergab einen Bescheid in Höhe von reichlich 725.000 Euro. Der Neubau soll auf dem Gebiet des bisherigen Sportplatzes entstehen. Nach Fertigstellung soll die alte, marode Turnhalle abgerissen werden. Ständig hingen an der Zwickauer Paradiesbrücke sogenannte Liebesschlösser. Und ständig kam das Ordnungsamt und entfernte sie wieder. Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Verliebten und dem Amt im Sinne des Denkmalschutzes. Nun kommt von der Stadt die Lösung: ein eigenes Geländer nahe der Brücke an der Westseite der Mulde. Genutzt werden kann es voraussichtlich ab Samstag dieser Woche. Unter der Überschrift Menschliches zeigt die Malerin und Grafikerin Regina Franke seit Sonntag in der Galerie am Domhof eine Retrospektive ihres Schaffens der letzten 10 Jahre. Anlass ist der 60. Geburtstag der Zwickauer Künstlerin. Eigentlich sollte die Vernissage bereits am 2. Juni stattfinden. Die drohende Flutkatastrophe ließ die Veranstaltung jedoch buchstäblich ins Wasser fallen. Umso größer war der Andrang beim zweiten Anlauf. Die Stühle reichten bei weitem nicht aus, um allen Galeriebesuchern auch einen Sitzplatz zu bieten. Im mittleren Ausstellungsraum war sogar eine Videoleinwand aufgebaut.
Auch an diesem für die Galerie am Domhof nicht alltäglichen kleinen Detail lässt sich der Popularitätsgrad von Regina Franke messen. Seit jeher ist die Künstlerin ihrer Heimatstadt Zwickau eng verbunden. Das schätzt auch die Oberbürgermeisterin. Regina Franke ist erstmal eine sehr bemerkenswerte Künstlerin in Zwickau, aus Zwickau. Und ich mag ihre Werke eigentlich von Beginn an, seitdem ich mit ihnen Kontakt hatte. Das ist ungefähr so 20 Jahre her, nicht ganz, vielleicht circa 20 Jahre. Und ich bin auch so davon angetan, dass ich privat im Besitz eines großen Bildes bin, was bei uns im Wohnzimmer hängt. Es ist also viel, viel angedeutet in den Werken und man kann sich selber auch viel noch daraus nehmen und selbst interpretieren. Es ist nicht so viel vorgegeben. Das ist das, was mir gefällt und es ist auch sehr viel Dynamik in den Bildern. Das trifft auch auf ihre jüngsten Arbeiten zu. Bilder, die übrigens nicht nur in der Domhofgalerie, sondern noch in anderen Einrichtungen der Stadt hängen. Ob das jetzt Sparkasse ist, ob das die Zwickauer Energieversorgung ist oder auch andere, auch wie im Rathaus, haben Werke von Regina Franke gezeigt, dass diese sich dort auf diesem Gebiet auch engagieren, denn das hilft auch unseren Zwickauer Künstlern. Neben der Darstellung elementarer menschlicher Zustände setzt sich Regina Franke engagiert für den Tierschutz ein. Einen ganzen Ausstellungsraum hat sie diesem Thema gewidmet. Weil mir das ja am Herzen liegt, das ging los zum Symposium mit Sterben stoppen, Digitaldrucke. Und so hat sich das dann entwickelt, auch die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Zwickau und Umgebung, den ich alljährlich so ein PF-Blatt mache. Und diese sind auch in der Ausstellung zu sehen. Bekanntlich wollte die Jubilarin ja zu ihrem runden Geburtstag keine Geschenke. Dafür Spenden für das neue Katzenhaus im Tierheim Vielau. Die Box war am Sonntag bereits gut gefüllt. Zu Beginn der Vernissage gab es für die Besucher noch ein Kunsterlebnis der besonderen Art. Die Performance Punktlandung des Chemnitzer Anna-Sages-Theater zeigte eindrucksvoll, dass Menschen auch ohne Worte in der Lage sind, Gefühle auszudrücken. Dasselbe trifft auf die menschlichen Bilder von Regina Franke zu. Zu sehen ist ihre Geburtstagsausstellung noch bis zum 21. Juli. Blut gegen Kinokarten. Diese filmreife Aktion läuft morgen im Zwickauer CineStar Astoria Filmpalast von 15 bis 18 Uhr. Hintergrund ist der internationale Weltblutspendetag, der am Freitag begangen wird. Die Aktion im Zwickauer Kino ist für den Blutspendedienst besonders wichtig, denn durch das Hochwasser sind einige Blutspendetermine ins Wasser gefallen. Werbung. Robert Schumann und Richard Wagner stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Schumann-Festes Zwickau vom 2. bis zum 23. Juni. 3 Wochen lang gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen zu Ehren des großen Sohns der Stadt Zwickau, aber auch von Schumanns Freund und Kollegen Richard Wagner, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Ein szenischer Abend mit dem Dresdner Schauspieler Johannes Gärtner und dem koreanischen Pianisten Chol Ko-yong am 14. Juni im Robert-Schumann-Haus. Den krönenden Abschluss bildet am 23. Juni ein Jazzabend unter dem Motto Wagner und Schumann Meet Jazz im Robert-Schumann-Haus. Weitere Informationen finden Sie unter www.schumannzwickau.de. Jahre Löwe. Feiern Sie mit, jetzt mit 90 Monaten Garantie auf ausgewählte Modelle. Bei Martin und Schwedler in der Hauptstraße 98 in Steinpleis. Hey du! Und meine 3 Wünsche? Ja, was willst du denn noch? Du hast doch schon eine Klimaautomatik, Radio und eine Einparkhilfe. Dazu sogar eine Freisprecheinrichtung. Immer das Gleiche. Meine 3 Wünsche, meine. Mehr Extras, als man sich wünschen kann. Der Citroën C4 Selection ab 194 € im Monat. Ohne Anzahlung. Citroën. Kreativtechnologie.
Null Anzahlung. Die Citroën Selection Sondermodelle jetzt bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Endlose Suche nach dem richtigen Formular? Nicht in Zwickau. Keine Ahnung, welches Amt für eine Angelegenheit zuständig ist? Nicht in Zwickau. Ständig vor verschlossenen Türen stehen? Nicht in Zwickau. Hier gibt es für alle Anliegen den Bürgerservice im Rathaus. Geöffnet an 6 Tagen die Woche. Die erste Anlaufstelle für viele Angelegenheiten, die ein Bürger zu erledigen hat. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wege. Und viele Anfragen lassen sich auch telefonisch beantworten. Bürgertelefon Zwickau 830. Der Bürgerservice. Einer für fast alles. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Zeit und Wege sparen mit dem Bürgerservice im Rathaus Zwickau. 6 Tage die Woche geöffnet. Oder Bürgertelefon Zwickau 830. Der Bürgerservice. Einer für fast alles. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. In Werdau konnten flüchtige Diebe gestern von der Polizei gestellt werden. Zuvor hatten die 4 Männer einen Telefonladen in der Zwickauer Straße betreten und sich als Kunden ausgegeben. 3 lenkten das Personal ab, der 4. entwendete die privaten Handys der Angestellten. Als ein weiterer Kunde den Laden betrat, flüchteten sie. Die Polizei konnte die 23 bis 35 Jahre alten mutmaßlichen Täter stellen. Bei einem fremdenfeindlichen Übergriff am Schumannplatz wurde ein 23-jähriger Tunesier mit einer Bierflasche beworfen und erlitt Schnittverletzungen. Mutmaßliche Täterin ist eine 16-Jährige. Vorangegangen waren rechte Beschimpfungen. Die Polizei sucht zu dem Vorfall von gestern Abend noch Zeugen. Bei einem Einbruch in den Meraner Indoor-Spielplatz an der Denkritzer Straße haben Unbekannte rund 5.000 Euro Schaden angerichtet. Die Beute fällt mit rund 50 Euro dagegen eher gering aus. Nach Polizeiangaben geschah die Tat in der Nacht zum Montag. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Im Werdauer Rathaus sind morgen Abend der Balalaika-Interpret Professor Andrei Gorbatschow und dessen Klavierpartner Lothar Freund zu Gast. Gorbatschow hat wie kein anderer das konzertante Spiel auf dem traditionellen russischen Instrument revolutioniert. Auf dem Programm stehen morgen Originalkompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur. Beginn ist 19.30 Uhr im Werdauer Rathaus. Am vergangenen Wochenende hieß es zum mittlerweile 9. Mal Summer Swing bei Schumann.
Freitag und Samstag musizierten insgesamt 6 Bands auf der Bühne am Schumann-Denkmal. Das Wetter war zwar durchwachsen, die Laune der Gäste aber super. Eine Mischung aus hochkarätigem Swing und Jazz und das bei freiem Eintritt, das ist nun schon seit Jahren ein Erfolgsgarant. Besonders erfreulich waren die vielen kleinen Spenden, die im Laufe der Veranstaltung zusammenkamen. Am Ende waren es fast 240 Euro, die nun der sozialtherapeutischen Familienwohngruppe Pöllbitz des Kinderhausvereins zugutekommen. Am Freitag hat das neue Programm des Zwickauer Jugendprojektes Tensing Premiere. Die mittlerweile 17. Show trägt den Titel How I Met Your Grandmother. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 20 Uhr im alten Gasometer. Werbung. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen hier, liebe Kolleginnen der FDP und der CDU-CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Sabine Zimmermann, weil es sozialer geht. Die Schwimmhalle Flurstraße sieht ihrem Ende entgegen. Am Wochenende fanden dort die letzten Wasserballbegegnungen vor der Schließung statt. In einem Dreierturnier spielten Görlitz, Leipzig und Zwickau den letzten Platz im deutschen Pokal aus. Leipzig wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ging als Sieger hervor, gefolgt von Görlitz und dem SV 04 als Schlusslicht. Beim Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue startet morgen der Verkauf der Dauerkarten für die kommende Saison. Die Frist, seinen gewohnten Stammplatz zu behalten, endet am 12. Juli. Neu ist in diesem Jahr der Familienblock. Das sind die Tribünenbereiche J und N. Werbung. Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 22.06.2013. Seien Sie dabei, wenn Zwickaus Museen ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Priesterhäuser, Ratsschulbibliothek, Galerie am Domhof, Robert-Schumann-Haus, August-Hurch-Museum oder Theaterplauen-Zwickau, überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit historischer Straßenbahn und Omnibus. Nähere Informationen finden Sie unter www.zwickau.de/museumsnacht. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Endlich wieder Party. Endlich wieder Gänsehaut. Endlich wieder Open Air. Seien auch Sie dabei, wenn Peter Maffay am 27. Juni gemeinsam mit Gaststar Leith Aldin den Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau rockt. Erleben Sie alte Klassiker und neue Titel aus dem kommenden 2014er Album unter Zwickaus Sternenhimmel. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Nicht vergessen, Museumsnacht in Zwickau am 22.06.2013. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Ballonfahrt für 2 Personen. Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 22. Juni um 23.30 Uhr in den Zwickauer Kunstsammlungen. Musik.
vergessen. Peter Maffay Extra Tour mit Gaststar Leith Eldin am 27. Juni 2013 auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Jetzt Karten sichern. Weitere Informationen unter www.kulturz.de. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vivobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Bis auf ein paar harmlose Schönwetterwolken bleibt es am Mittwoch heiter und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen 11 und 23 Grad weht ein schwacher Süd- bis Südwestwind. Pollenflugvorhersage für die Region Zwickau. Eine starke Belastung gibt es durch die Pollen der Gräser. Amphor und Wegerich sind mäßig in der Luft vertreten. Ja, zum Abschluss dieser Sendung vielleicht noch eine hübsche Geschichte. Hat mir eine Kollegin vorhin erzählt. Die hatte mit Bekannten oder Verwandten, ich weiß jetzt nicht mehr, telefoniert, die derzeit an der Ost- oder Nordsee sind. Ebenfalls unerheblich, sie sind nicht in der Region Zwickau und die haben gesagt, Mensch, also, das war schon ganz übel, wie es Zwickau erreicht hat, das Hochwasser. Wir haben das bei euch im Programm gesehen. Naja, klar, Leistung, Internet. Und da habe ich mir auch so gedacht, Mensch, was sind das doch für tolle Zeiten, dass man eben auch so auch als kleiner Zwickauer Sender die Leute in aller Welt darüber informieren kann, was hier los ist. Und Sie haben auch die Möglichkeit, uns von überall her zu sehen. Sei es, Sie sind im Urlaub, Sie sind auf Montage, gibt es hier alles auch. Haben Sie überall die Möglichkeit, über unsere Website zum Beispiel tv-zwickau.de oder Sie greifen halt direkt mal auf unsere größere Mediathek, nenne ich es mal, zurück. Das wäre dann bei YouTube, da gibt es die Beiträge allerdings immer erst einen Tag später im Vergleich zu unserer Website. Aber Sie sehen, Sie haben von überall die Möglichkeit, uns zu sehen. Nutzen Sie die Möglichkeit. Und jetzt Ihnen einen wundervollen Dienstagabend.
Vision Zwickau.